Ja, holen wir hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Ich habe mir da ein bisschen was gelesen. So, und es gibt ein... Also könnt ihr euch daran erinnern, an einer der ersten Folgen, wo ich das so cool fand, oder das Potenzial cool fand, wenn ich hier mit ihm jumpe, dass er so Impact macht, also so einen Schaden macht. Und tatsächlich geht das mit einem bestimmten Item. Mein Gott, was ist denn hier los? Geht das mit einem Item. Und das haben wir übersehen bisher. Und deswegen müssen wir nochmal... Meine Güte. Deswegen müssen wir hier nochmal zurück. Ich glaube, hier geht's am schnellsten. Don't waste the step. Falsche Richtung natürlich. Bisschen in die andere Richtung. Bisschen hier runter. Und dann hier hoch. Wir müssen zu dem Dorf, das abgebrannt wurde, das angegriffen wurde. Könnt ihr euch dann auch daran erinnern vielleicht? Und da haben wir ja diese Magierin oder was auch immer das ist, diese Vorsteherin da gerettet. Und in dem gleichen Haus, wo die Magierin drin war, gibt es auch noch ein Item, was wir übersehen haben. Und ich hoffe, das ist da jetzt noch. Also kann natürlich sein, dass das jetzt nicht mehr da ist, aber ich hoffe mal, dass es noch da ist. Und das ist ein Hammer, der ein bisschen weniger Schaden macht als unser, also genau einen Schaden weniger macht, aber dafür uns die Fähigkeit gibt, nach jedem Jump, also nach jedem Landen, angeblich soll das auch, wenn man zum Beispiel den Zauber Fliegen auf sich drauf hat, funktionieren. Mal alleine hier rein. Dann, funktioniert das auch. So, ich nehme hier ein Wasserfass mit, weil in dem Raum hier oben ist natürlich immer noch alles nicht so cool. So, können wir das mit dem Wasserfass hin? Hier werfen. Dass wir hier so einen Großteil davon löschen können. Geht das? Ja, prima. Trotzdem ein bisschen durchs Feuer gelaufen. So, hier ist eine Truhe. Hier sind Zeug, ist nur Zeug drin. Aber hier war auch eine Truhe. Die ist inzwischen vom Feuer zerstört, glaube ich. Und hier gibt es einen Hammer. Und mal wieder Gold, das ich nicht aufheben kann. Aus irgendwelchen Gründen. Und dann können wir wieder raus, weil sonst ist hier, ups, großartig nichts. Aufheben. Dieses Buch können wir noch mitnehmen. Können wir nochmal in den Kleiderschrank gucken, der leer ist. In die Bücherregale. Ansonsten können wir jetzt hier wieder raus. Und dann zeige ich euch den Hammer. Hier ging's raus. Ne, hier ging's nicht raus. Hier ging's raus. Da stehen auch die anderen schon. Warten auf mich. So. Kopieren. So, und hier ist der Hammer. Der kann hier halt Schockwelle machen. 1 bis 4 Schallschaden im Radius von 3 Metern. Und ansonsten kann der genau alles gleich. Und ansonsten macht er einen Schaden weniger, weil er nicht plus 1 hat hier. Aber ich glaube, wir testen den mal.
Und behalten natürlich den Hammer hier auch noch. Der hat uns ganz lange gute Dienste geleistet. Und ja. Dann können wir nämlich zurückgehen. Und wir sollen ja hier für den Gedankenschinder jetzt Pilze suchen. Hier für ihn. Und er ist aber auch ein Händler hier. Ah, a visitor. You're a welcome sight. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Können wir nämlich erstmal ein bisschen was verticken wahrscheinlich. Das hier, das hier, das hier, das hier. Kerze. Ja, das eine brauchen wir da ja nicht groß. Hier Bücher. Können wir verticken. Das Wasser behalten wir nochmal. Den Abhard können wir verticken. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier noch Tierfreundschaft. Ficken. Festhalten. Ja, passt alles. So, der hat hier jetzt einen Lebensspender. Wenn der Träger Blitzladung erhält, bekommt er 3 Lebenspunkte. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Maves Stab. Weil es ein Bonus +1 auf Zauberrettungs-SG und deine Zauberanwürfe. Das könnte ganz gut sein für unsere Druidin. Also für Carla. Wenn sie denn mal zaubert. Bewegungsrate des Trägers wird durch schwieriges Gelände nicht beeinflusst. Das ist auch ganz in Ordnung. Singende Strahl. Und hier haben wir eine Lieblingswaffe +1 auf Schadens- und Angriffswürfe. 1W6 +5. Ich ist ein Kurzschwert. Ja. Physische Geschosse verschieße einen zusätzlichen Wurfpfeil, wann immer du magisches Geschoss wirkst. Das ist sehr gut für Magier. Ich glaube, das nehme ich auch mal mit. Geschenk des Sonnenwandlers, der Träger kann in Dunkelheit sehen, bis zu 12 Meter weit. Brauchen wir das? Karlach kann sehen, Astarion kann sehen, Shadowheart kann sehen. Nehmen es mal mit. Schadet vielleicht nicht. So, den Lebensspender lassen wir hier. Melfstab. Kann man eigentlich auch mal mitnehmen. So, und dann hat er hier ein paar Sachen, die man vielleicht nehmen kann. Hier Elixier der Hügelriesenstärke. Das wollen wir vielleicht auch mal brauen. Vergrößerungsglas. Das haben wir eben, glaube ich, alles verkauft. Heiltränke holen wir uns mit. So, hat er sonst noch irgendwie Schutz vor Energie? Nee. Blitz? Nee. Singender Strahl? Nee. Muss jetzt alles nicht sein. So, also wir haben jetzt hier ein ziemliches Ungleichgewicht. Aber wir haben auch genug Kohle momentan. Tausch. Dann gehen wir nochmal hier rein. Haben die noch irgendwie was hier? Sprühende Farbe können wir wegtun. So. Astarion hat, glaube ich, noch jede Menge Zeug, was er loswerden kann. Hier die ganzen Ringe. Notiz, Bronzebarren, Silberbarren. Hier alles weg. Falsches Leben brauchen wir auch nicht. 3 Stück von Toten sprechen kann mal ganz nützlich sein. Die Pfeile weiß ich nicht. Benutze ich irgendwie nie. Öl der Präzision benutze ich auch nie. Öl der Verkleinerung. Ja, ein Malus schwächt aber auch jeden, den sie trifft. Nee, braucht man nicht. So, Rauchpulver lassen wir mal. Kerze lassen wir mal. Sind schon mal wieder 100 Zeug irgendwie. So, Karlach. Den Helm können wir verticken, den Speil können wir verticken, den Stab können wir verticken und eigentlich können wir auch die Axt verticken, aber ja,
die findet man irgendwie so schnell irgendwo wieder. So Öl des Brandstifters. Was die Feuerresistenz des Ziels, braucht man auch nicht. Was haben wir hier noch? Magiebannöl, ja, vielleicht. Erstmal das Zeug, so. Nochmal ein bisschen was. Very well. I have mushrooms to catalog. Mhm. Mach das mal. So, und dann gibt's hier auch noch einen anderen Händler. Schon wieder Pilze ausgelöst hier. Hier gibt's auch noch Dareth Weinhemd. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Nee, habe ich nicht gesehen. Könnt ihr ihn beschreiben? Bald, blue tunic, dumb as a stick. Ich habe ihn nicht gesehen. Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Mein Verhältnis steht jetzt hier. My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Hm. Was habt ihr denn hier anzubieten? So, warum ist das hier wieder nicht in den Alchemie-Zutatenbeutel gesackt? Licken der Gute, so, wo ist denn überhaupt mein Alchemiebeutel? Das genereller Beutel hier, ne? Öffnen. Geht jetzt nicht, okay. Ja. Achso, was haben wir denn hier? Leichte Armbrüste, braucht man nicht. Hier, den ächzenden Ring. Waffenangriffe bewirken 2 Säureschaden. Nehmen wir mit. Springen. Was macht Springen nochmal? Verdreifache die Sprungreichweite 10 Züge lang. Ja. Können wir mal mitnehmen. Dann haben wir hier, das ist super für Shadowheart. Schwere Rüstung? Nee. Kettenhemd. Kettenhemd plus 2. Du erhältst einen Bonus mit plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und erleidest ein weniger Hiebschaden. Ist gut. Vor allen Dingen gleiche Rüstungsklasse wie die Gideon-Rüstung, aber mit Vorteilen. Mhm. Und hier haben wir noch eine mittlere Rüstung, 15. Auch mit einem Vorteil. Das heißt, wir werden hier wohl hier eine neue Rüstung anlegen. Das sieht doch mal ganz gut aus. Hast du noch Heiltränke oder sowas? Du hast große Heiltränke. Und kleine Heiltränke. Und das gibt doch schon ordentlich ins Geld hier. Haben wir hier noch irgendwie was? Alchemistenfeuer. Ein entfärbendes Mittel. Holzrinde. Nee. Das brauchen wir für Heiltränke. Nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Klingt nämlich alles sehr gut. Sehr gut, ja. Mhm. So. Hier kann man Drowgift mitmachen. Feuerresistenztrank. Angelaufener Ring. Hier kann man Gegengifte mit produzieren. Wir nehmen auch noch den Trank der Unsichtbarkeit mit. Wenn der Träger eine vergiftete Kreatur heilt, ist sie nicht mehr vergiftet. Das ist auch ganz in Ordnung eigentlich. Langbogen plus 1, Lederrüstung. Entschuldigung. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns noch für eine Rüstung entscheiden.
das Kettenhemd plus 2 würde ich mal mitnehmen. Und schon können wir uns das Ganze nicht mehr leisten. Hm. Also das können wir uns gerade noch so leisten. Hm. Da müssen wir wohl wieder ein bisschen wir können hier noch ein bisschen was verticken. Das brauche ich eh nicht hier. Den Stab. Hier ist es nochmal 50 zurück. Gut, dann Dankeschön. Und wir schicken den Zweihandhammer mal ins Lager. Wir schicken das hier ans Lager. Ist jetzt hier mein Alchemiebeutel? Da kommt mal das ganze Zeug. Ach, jetzt geht das wieder nicht. Ja, das ist irgendwie echt doof. Irgendwie doof gelöst. Ne? Das geht an Schattenherz. Das geht ans Lager. Das mit dem Springen. Den können wir mal verticken. Das geht in den Alchemiebeutel. So, die Kerzen behalten wir. Der geht an Parler. Das geht in den ins Lager. So, Trank des Federfalls können wir auch mal ins Lager schicken. Nein, nicht in die Ware. Ins Lager. So. Glorreicher Sprung ans Lager. So, wir hatten doch jetzt hier. Genau, wir haben hier noch das da. Das können wir auch ins Lager schicken. Und hier den Säureschaden. So, sprühende Farben. Blende Kreaturen. Haben wir bis jetzt irgendwie nie so richtig benutzt, aber wir können es ja mal ein Schattenherz, Schattenherz geben. Nee, warte, noch ein bisschen Platz frei. Schutz vor Gut und Böse. Können wir bei Bedarf eigentlich auch reinnehmen, also von daher. Schicken es mal ans. Ja, nee, wir verticken das. Auch ein bisschen Geld wieder. So, was haben wir noch? On my mind. In it. Aber wir haben hier noch den Träger, erhält 1 bis 6 Treffer, wenn er jemanden heilt. Ja, alles nehmen. Das ist auch gut für Schattenherz eigentlich. Und mal Schattenherz. No time to waste. Hier, er hat nur so einen doofen Helm. So, und die heilt ja eigentlich ziemlich gut. Eigentlich auch immer, ne? So, dann können wir da was machen und. No one stop me yet. Trank der Unsichtbarkeit. Was sind die Rucksack? Hier sind meine ganzen Zeugdinger drin. Flickensack. Hier mal ein bisschen aufräumen. So, und die Heiltränke wollen wir gleich auch mal ein bisschen verteilen. Die Sichel. Waren. So, was haben wir hier? Riesenhügelstärke und Alchemistenfeuer. Das geben wir an Astarion. Das nutzen wir eh nicht mit dem. Das kann in den Flickensack. So. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, die Schockwelle. Ja. Und was ich mir auch gedacht habe. Wo war das? Ich glaube, das ist auch ganz cool hier. Das nehme ich mir auch mal mit. So.
Ziele erleiden dennoch halben Schaden, stoße alle Kreaturen und Gegenstände von 6 Metern zurück. Lass ich erstmal sein. So, die Schriftrollen. Will ich die auch irgendwie woanders reintun? Hier ist noch Zeug drin. Ich einen Mistenbeutel. Hier haben wir die ganzen Sachen. Dass alles mal ein bisschen aufgeräumter ist hier. So. Sachen hier weg. Schattenherz hat jetzt noch einiges. Und das. Und Astarion hat nichts mehr zum Vertickeln. Carla auch nicht. Gift. Gift braucht ihr nicht. So. Und wir haben hier auch alles vertickt, was so geht. Genau. Prima. So, und jetzt hat, haben wir ihr hier noch ja die Massensachen eingebaut. Das haben wir jetzt auch einmal mehr. Gibt uns ja gleichzeitig alle einen Buff, ne? So, ein Karlach kann mal ihre Verwandlung beenden. Und auch ihr Ihr könnte vielleicht auch in Zukunft mal eine andere Armbrust noch mitnehmen. Ist sogar ungeübt mit einer Armbrust. Können wir nicht damit weg. So. Mit was ist sie geübt? Einfachen Waffen, Kriegswaffen. Speere, Wurfspeere, Knüppel. Leichte, mittlere Rüstungsschilde. Also. Keine Schusswaffen, außer hier was zum Werfen. Braucht man im Prinzip ja eigentlich auch mit ihr nicht, ne? So. Zack. Dann geht das ins Lager. Das geht auch ins Lager. Das können wir jetzt gleich verticken. So. Dann tun wir den Stapel noch einmal teilen. Kriegt hiervon noch ein bisschen was ab. So, haben wir da 7, 10, 10. Ich kann in Bärform eh nichts trinken. Aber wir geben vielleicht mal Stapelteilen hier noch ein bisschen was an Shadowheart. So. Und wenn man sie dann hier auswählt. My faith will guide me. Flupp. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Einmal noch. Let's see what we have here. Seems the shrooms are letting in more people every. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. So, hier. Ich habe erstmal noch so eine Armbrust hier für dich hier. Gib mir mal ein bisschen Geld. Also, wie gesagt, hier die Rüstungen sehen auch schon ziemlich gut aus. Guck mal, Carla trägt davon auch schon eine. Wir tragen hier immer noch die Githyanki-Rüstung. Shadowheart hat hier ihre leuchtende Rüstung, die behält sie auch ganz gerne. Also, wir brauchen eine davon. Eine Rüstung, weil Carla hat schon eine. Also entweder den Schuppenpanzer oder hier das Kettenhemd. Das Kettenhemd kostet 950 und der Schuppenpanzer 400. Müssen wir noch ein bisschen sparen drauf, ne?
So, was wir jetzt auch noch machen sollten, ist vielleicht ein bisschen Alchemie betreiben. Hier können wir noch ein paar Sachen machen. Salze. Schichtung, wir können Drowgift herstellen, wir können aber jetzt auch mächtige Heiltränke herstellen, zwei Stück. Und wir können hier Elixier des Kolosses, was macht das denn? Schau dir dieses deine Rückenmuskeln fühlen sich herstellen. Ausprobieren. So. Ah, da. Okay. Trink dies, um größer zu werfen. Waffen bewirken 1W4 Schaden extra und du wirst bei Stärkewürfen, Rettungswürfen mehr Vorteil ersetzen. Ersetzt den Konsum von anderen Elixieren. No one back home will ever believe this. Alles klar. Ausrüstungsfolge heute mal wieder. Haben wir also in so regelmäßigen Abständen. Ne? So, und hier oben ist jetzt der Oberäumel. Light on my feet. Den wir gesehen haben. Aber da sitzt auch noch jemand auf dem Boden. Tulla. Nicht zu verwechseln mit Tulla. Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. Wer durch das Dwegor slashed me. Und die sind die Dunkelzwerge. Seid ihr hier gelandet? Myconids. Took pity on me. Sound lads, especially since the Greys gave them ill for it. Sound shrooms. Snake druids, take note. Greys don't share. Talking hurts. Leave me, please. Das wird schwer, aber wir schaffen es. Like dwarves, Dwergar have innate resistance to poison and thus no need for intricate brews. Though deadly, if left untreated, the poison can be cured by the antidote or natural remedies. Wir geben ihr mal sowas. Wir haben ja Gegengifte. Wir müssen ja unseren Freunden, dem kleinen Volk, beistehen. Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Wir sind von einem Blut. Wenn wir uns nicht helfen, wer da? You're right. Got my own kin need helping as soon as I'm on my feet. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, it hurts. Gold's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Maybe not, but you are. I need you to rescue my kin. We can pay. We're Einhand Clan, best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake.
Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Schwierig. Nee. Oh, doch geschafft, mit göttlicher Fügung. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Hm. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwager ass. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Mhm. Karnap ist inspiriert. So, jetzt habe ich hier Stiefel drin. Fersen zusammenklicken. Den Bewegungsrat ist verdoppelt und deine Gegner sind bei Gelegenheitsangriffen gegen dich im Nachteil. Könnte natürlich helfen, um dann noch ein bisschen rumzujumpen und so, ne? Aber wir nehmen sie einfach mal so mit. Tote Drauger überall. So, und dann sprechen wir mal mit dem. The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you. As the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwager, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwager invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwager invaders? We can manage that. Better than picking this fight, surely. Warum haben die angegriffen? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwager. The Dwager seek a gnome. It is a guest. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Ja, ich An illusion comes over you. A Dwager choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the Circle a service. We will await word.
Mhm. Was habt ihr denn da mit der Leiche? We breathe life into our enemies' flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Du wirst hier nicht sterben, Shadowheart. You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. So, hast Sporngranate. Was haben wir denn da? Jetzt. Explodiert aus einer Wolke belebender Energie. Die Kreaturen darin haben Hast. Okay. Klingt okay. So, wir machen jetzt hier aber einen Cut und dann kümmern wir uns darum, hier mal Pilze zu suchen und Trauer, die Dunkelzwerge, keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht, zu vernichten, Gnome zu befreien und Zwerge zu suchen. Wir haben genug zu tun. Bis dahin. Ciao.